Der Watchmani hat von 1903 bis 1972 gelebt. Er war das dritte von 9 Kindern und er ist in Fuzhou in der Methodistengemeinde aufgewachsen. Der Watchman ist im Alter von 17 Jahren gerettet worden, weil seine Mutter sich bei ihm über ungerechte Bestrafung entschuldigt hat und weil er die Predigt von der Dora Yu gehört hat. Der Watchman hat sein Leben in die Ordnung gebracht und täglich, manchmal stündlich für seine 70 Freunde bettet. Alle sind nach einigen Monaten gerettet gsi, bis auf einen. Der Watchman hat die Bibelschule angefangen, aber Dora Yu hat ihn aus der Bibelschule weggeschickt, weil er faul gsi ist und schlechte Angewohnheiten gehabt hat, wie zum Beispiel am Morgen zu lang schlafen. Der Watchman hat seinen Charakter wollen verbessern und hat Hilfe von der britischen Missionarin Margaret Emmy Barber bekommen. Durch sie ist er mit den Büchern von den britischen Brüdern wie der Darby und andere in Kontakt gekommen. Der Watchman war sehr intelligent. Er hat 3000 geistliche Bücher und hat sich das Wichtigste gut merken. Mit 33% von seinem Geld hat er geistliche Bücher gekauft. 33% hat er für sich gebraucht und 33% hat er anderen gegeben. Der Watchman hat sich in Charity verliebt. Doch er hat die Beziehung mit ihr abgebrochen, weil sie Jesus verspottet hat. 10 Jahre später ist Charity Christin geworden und 1934 haben sie geheiratet. Charity hat sich sehr gut um den Watchman gekümmert, weil er viel krank war. Sie haben keine Kinder gehabt. Der Watchman hat kein grosser Evangelist werden, sondern hat eine Last gehabt, einige Menschen an verschiedenen Orten zu überwinden zu erwecken. Bereits mit 20 hat er Zeitschriften veröffentlicht und mit 21 hat er angefangen, Gemeinden zu gründen. Durch ihn sind ungefähr 500 Gemeinden in China, Singapur, Malaysia und Indonesien entstanden. All die Gemeinden haben die Einheit in Christus an ihrem Ort bezeugt. Der Watchman hat eine grosse Last gehabt, Jugendliche zu erwecken, damit sie das Werk in der nächsten Generation weiterführen. Drum hat er ihnen Schulung und Training angeboten. Der Watchman hat die pharmazeutische Gesellschaft von seinem Bruder geleitet und die Gemeinde in Shanghai auch finanziell unterstützt. 1952 ist der Watchman von den Kommunisten zu 15 Jahren Gefangenschaft verurteilt worden. Nach diesen 15 Jahren ist er aber nicht freigelassen worden. 1972 ist er im Gefängnis gestorben. Unter seinem Küssi ist auf einem Zettel gestanden: Ich starb wegen meines Glaubens an Christus. Sein engster Mitarbeiter war der Witness Lee. Der Witness Lee hat das Werk vom Watchman Lee in Taiwan, Anaheim und auf der ganzen Erde weitergeführt. Auf dem Altar nun lieg ich, von hier mich nicht entfern. Mög deine Geistesflamme mein altes Sein verzehren.